Wo ist denn dein Fahrrad? Ich dachte, wir bringen es wieder gemeinsam weg. Ja, na, heute früh war nicht so gut das Wetter, deswegen dachte ich, ich fahre einfach mal mit dem Bus. Ja, und du so? Du bist mit der S-Bahn gekommen. Wie war deine Fahrt so? Ganz okay, ich habe wieder nur Musik gehört und aus dem Fenster geschaut. Oh, hi, schön, dass ihr da seid. Willkommen beim Freien Gymnasium Bolsdorf. Heute geben wir einen Rundgang übers Schulgelände. Einer der modernen Dinge an der Schule ist die Digitalisierung des Unterrichts. Dazu werden Sie jetzt den ersten Beitrag sehen. Schönen guten Tag. Mein Name ist Matthias Hettmann. Ich bin hier an der Schule verantwortlich für die pädagogische Verwendung von digitalen Instrumenten und freue mich, Ihnen jetzt hier mal vorstellen zu können, was wir in den letzten Monaten und auch Jahren an der Schule hergestellt haben, um den Unterricht in das Digitale hin zu erweitern. Was Sie hier sehen können, ist im Prinzip die Struktur, die wir mittlerweile an unserer Schule haben. Sie haben da verschiedene Plattformen. Einerseits unser Intranet, das Confluence mit Namen heißt. Dann Teile von dem, was Sie unter Office 365 kennen, also OneDrive, ein Cloud-Speichersystem, oder SharePoint, ein Informationsmanagementsystem. Dann der Klassiker unter Lernplattformen, explizit für Schule, ist natürlich Moodle. Und dann unsere hausinternen Laufwerke. Sie sehen schon, was das alles bedeutet, weil alles muss mehr oder weniger miteinander interagieren, um letztendlich Schülern und Schülerinnen, aber auch den Lehrern und Lehrerinnen die Möglichkeiten bereitzustellen, mit digitalen Instrumenten guten Unterricht zu machen. Die Vorstellung ist natürlich, dass das alles nahtlos ineinander überläuft, sodass aktuell tatsächlich 100% Unterricht mit diesen Mitteln stattfinden kann. Mittelfristig ist es natürlich geplant, dass diese digitalen Instrumente und diese Struktur Unterricht erweitert. Nicht ersetzt, sondern erweitert. Hier sehen Sie jetzt einen Kurs in Moodle. Der ist aufgebaut nach Themen. Sie sehen, und der Schüler kann dann hier die Inhalte sehen. Welche Stunde bin ich wo? Stunde 1.1, da geht es also um den Ausgangspunkt, in dem Fall hier Geschichte-Leistungskurs. Und so dröselt sich der Inhalt eines Lehrplans, also das, was vermittelt werden muss, sukzessive auf. Wenn man dann beispielsweise hier in das Deutsche Kaiserreich mal reingeht, stellt man fest, okay, es ist nicht nur das Bild und es ist nicht nur der Inhalt, sondern da gehört natürlich was dazu. Und das sind diese einzelnen hier durch Farbe und Überschrift hervorgehobenen Blöcke. Also ist 3a1, das ist die Doppelstunde, die die Schüler und Schülerinnen normalerweise hier im Unterrichtsraum abgehalten hätten. So sieht das Ganze dann, kann das Ganze digital aussehen. Sie finden dann einen Lehrervortrag, das ist in dem Fall sind das PowerPoints, teilweise kommentiert, die Sie auch nach dem Unterricht nochmal anhören können. Es gibt Unterrichtsgänge, das heißt Schritt für Schritt werden Quellen erarbeitet, Texte gelesen, Aufgaben bearbeitet. So lange, bis Sie dann halt durch sind und das eigentliche Thema der Unterrichtsstunde bearbeitet haben, um dann in die nächste Stunde zu gehen. Und Sie sehen, das dröselt sich dann halt auf, bis das Thema das Deutsche Kaiserreich fertig ist. Der große Vorteil ist natürlich, der Schüler, der eventuell krank war, der etwas nicht verstanden hat, hat jederzeit die Möglichkeit, nochmal reinzugehen, nochmal zu schauen, nochmal den Lehrervortrag, den er normalerweise das eine Mal im Unterricht hört, sich nochmal anzusehen. Genau, um eventuell auch Rückfragen zu stellen. In einer konkreten Unterrichtssituation, um Ihnen das vielleicht noch mal ganz kurz anzudeuten, wie sehe das aus? Die Unterrichtsbesprechung, man nimmt dann teil, das bedeutet, man geht in einen digitalen Unterrichtsraum. Das sieht dann so aus. Ja? Dieser Abschnitt, den Sie hier sehen, den kann man dann auch den ganzen Bildschirm vergrößern, ist dann der digitale Unterrichtsraum. In diesem Raum bin ich im Moment alleine. Wenn hier mehrere Teilnehmer wären, würden die sich in Kacheln mit ihren Bildern hier aufreihen. Und das ist der Moment, wo ich zur Klasse sprechen kann. Die Klasse kann mich sehen. Man kann Einzelne auch hervorheben, sofern die einen Vortrag halten wollen würden oder. Dann hat man aber auch die Möglichkeit, das Tafelbild zu entwickeln, Material zu zeigen. Das nennt sich dann den Bildschirm teilen. Und dann ist der Effekt der, dass ich, so wie jetzt gerade, das, was ich auf meinem Bildschirm sehe, für alle anderen sichtbar mache. Also dort, wo gerade eben noch nur die Kacheln waren oder mein Name, erscheint dann das, wo ich gerade dran arbeite. Und wenn ich jetzt hier etwas bewege, etwas zeigen möchte oder etwas hervorheben möchte, dann sieht der Schüler das, wie als würde er auf eine Tafel schauen.
Wenn ich damit fertig bin, kann ich den Bildschirm wieder entteilen und dann landen wir wieder hier und dann können die Schüler das nebenbei, aber trotzdem in den verschiedenen Orten auch verfolgen. Aber wenn es darum geht, gemeinsam an etwas zu arbeiten, etwas zu präsentieren, dann geht das in dem digitalen Unterrichtsraum problemlos, sind zwei Klicks und dann hat man das geteilt. Mit Videos, mit Ton, mit Bildern und so weiter. Eine weitere Möglichkeit, eine Erweiterung des Unterrichts letztendlich, nicht nur für die Schüler und für uns Lehrer, sondern auch für Eltern, ist durch diese Digitalisierung einfach der Nachvollzug dessen, was ihre Kinder in der Schule machen. Nicht, dass man dazu verpflichtet ist, weil gerade im Rahmen in der Erziehung zur Mündigkeit geht es auch darum, Selbstständigkeit hervorzurufen. Aber diese Beispiele kennt man ab einem gewissen Alter, übersteigt einfach das Wissen, was sich die Kinder heutzutage aneignen, das Wissen, was berufstätige Eltern in ihrem Bereich brauchen. So kann es zum Beispiel sein, dass ihr Kind Fragen hat zum Deutschen Kaiserreich auf dem Niveau eines Geschichtsleistungskurses in der 11. Klasse und sie gestehen müssen, das ist zu viel des Guten. Jetzt ist es nicht notwendig so, dass sie hier das immer Stück für Stück mit kontrollieren. Aber sie haben natürlich die Möglichkeit, mit ihren Kindern gemeinsam, und das ist bestimmt vielfältiger in den unteren Klassenstufen, gemeinsam sich hier anzuschauen, okay, das ist das Thema, das sind die Unterthemen, hier soll ich jetzt einen Lehrervortrag lauschen, mein Kind soll diesem Lehrervortrag lauschen, da sind Informationen und die schaue ich mir auch mal an. Und wenn es das Mindeste ist, dass die Nachfrage am Armbrotstisch nicht ins Leere fällt, sondern man weiß, ah ja, daher kommt jetzt diese Frage. Die Frage zum Preußentum, die Frage zum, keine Ahnung, industrielle Revolution im 19. Jahrhundert im frisch gegründeten Kaiserreich. Weil man eben, sofern das Kind bereit ist, seinen Zugang zu teilen, hier, und das ist dieser Nachhaltigkeitsaspekt bei der Digitalisierung, die Möglichkeit hat, im Prinzip Monate, Wochen später nochmal reinzuschauen, wie war das noch gleich? Ja. Auch dort, wo Eltern sicherlich sehr viel engagiert sind, das heißt Vorbereitung auf größere Arbeiten, wo es unter Umständen schwerfallen kann, in den mehr oder weniger ordentlichen Mitschriften ihrer Kinder zu finden, okay, was ist jetzt nochmal der Inhalt zu dieser Überschrift, bietet sich hier ein solcher Aufbau an, weil man dann sagen kann, okay, Thema der Klassenarbeit ist Otto von Bismarck. Zu Otto von Bismarck gibt es hier zwei, drei Blöcke und jetzt gucken wir uns die Inhalte nochmal an. Ein Lehrgang, den gehen wir einfach nochmal durch und schauen, ist es verstanden worden. Nicht, weil Eltern nochmal ihr Abitur machen sollen, sondern um ihre Kinder begleiten zu können, um gemeinsam mit ihren Kindern die eine oder andere Lernschwierigkeit beseitigen zu können. Oder um einfach auch nochmal dem Kind zu helfen, die genaue Nachfrage zu formulieren. Und dann schließt sich das Dreieck Schüler, Lehrer, Eltern. Lehrer unterstützen ihre Kinder dabei, diffuse Fragen konkret zu machen. Der Lehrer kriegt sie dann und kann sie dann wiederum konkret beantworten. Auch das möglich, sehr stark vereinfacht durch digitale Möglichkeiten. Nach diesen vielfältigen Einblicken, wie wir Digitalisierung bearbeiten und mit ihr ringen hier an unserer Schule, sei jetzt auch nochmal erwähnt, dass das natürlich tatsächlich auch nur der Anfang ist. Es muss hier und soll hier auch weitergehen. Deswegen haben wir ja eine gewisse Komplexität jetzt schon auch erarbeitet, weil wir auf die Erweiterung des Unterrichts in Zukunft wollen. Wir wollen natürlich alle, dass unsere Schüler und Schülerinnen wieder vor uns sitzen, dass wir gemeinsam einen Schulalltag haben. Wenn wir den dann haben, und das sollte schneller passieren, so schnell wie möglich natürlich, dann wollen wir uns aber jetzt auch die Option für die Zukunft mit dazu erarbeiten, dass wir Unterricht erweitern können in den digitalen Raum. Und insofern ist dieser Einblick, den ich vielleicht gerade geben konnte, auch hilfreich, um zu sehen, vor was für eine Kehrtwende letztendlich Schule im Moment steht und wie wir sie hier an unserer Schule versuchen zu bewältigen. Ja? Und in diesem Sinne, am Ende geht es um die Schüler, die auch wieder in die Schule kommen sollen und müssen. Jeder möchte das, die Schüler möchten das, wir Lehrer möchten das. Idealerweise können wir ihnen in der Nach-Corona-Zeit aber ein Geschenk machen und diesen Unterrichtsraum digital erweitern. Hey Chelsea, wo hast du denn eigentlich deine Schulkleidung? Ja, die habe ich noch im Ranzen. Ich mag das halt nicht so, wenn ich das unter der Jacke habe. Kann ich gut verstehen, mag ich auch überhaupt nicht. Egal, weißt du eigentlich, woher das Logo kommt? Nee, du etwa, erzähl doch mal. Das ist von unserem Träger.
Wie man hier sieht, ist hier ein V und ein S. Das steht für Volkssolidarität. Okay, interessant. Wusste ich noch gar nicht. Und nun sehen Sie einen Beitrag, wo die Volkssolidarität sich vorstellt. Ich darf mal anfangen. Die Volkssolidarität als solches, als Träger, was muss ich mir da eigentlich darunter vorstellen oder was darf sich der Zuschauer darunter vorstellen, Herr Dr. Bandeko? Oh Gott, also die Volkssolidarität Leipziger Land Muldental ist ein gemeinnütziger Verein von insgesamt, meine ich, 21 in Sachsen, die als Volkssolidaritäten aktiv sind. Weitere Vereine gibt es in allen anderen alten Bundesländern und zwei versprengte Ausgliederungen in Nordrhein-Westfalen. Als gemeinnütziger Verein betreiben wir über 80 Einrichtungen der Jugendpflege, Altenpflege, unter anderem mehr als 50, meine 56 Kindertageseinrichtungen und eben auch dieses wunderbare Gymnasium. Ich darf noch mal kurz einhaken. Wenn ich das richtig verstehe, sind wir immer noch das einzige Gymnasium überhaupt in Trägerschaft der VS. So ist es, ja. Also ist wir unser Pionier. Pionier. Dass sich die VS so etwas zugemutet hat, ist ja doch auch eine ganz besondere Situation. Herr Stefan, Sie waren von Anfang an mit dabei, ne? Als wir gegründet wurden. Wollen Sie da mal kurz einhaken? Ich würde es nicht Zumutung nennen, sondern nee. Mut zur Zumutung, ja. Also von Anfang an dabei. Ich bin schon seit 28 Jahren nicht nur Mitglied der Volkssolidarität, sondern auch Mitarbeiter in unserem Verein. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zurück. Also 2007, kann ich mich erinnern, war ich dann schon als Schulleiterin dabei. Also wir sind 2008 angetreten. Dann ist ja zu erkennen, es ist ja ein Bau, der ist ja denkmalgeschützt gewesen. Wenn ich recht entsinne, hatte ja dieser Bau sogar mal bei einer Weltausstellung teilgenommen. Nun ist aber das, was wir hier haben, ja wesentlich mehr als dieser Bau, in dem wir eines Tages mal eingezogen sind. Das ist mit einigermaßen Arbeit verbunden gewesen. Da hat der Vorstand sicherlich ganz viel mit dran gearbeitet, die Geschäftsführung auf alle Fälle. Wir haben hier, wenn ich recht entsinne, über 6,5 Millionen Euro ausgegeben, damit es jetzt so aussieht, wie es jetzt aussieht. Ist das richtig? Das ist eine Zahl, die ist schon ein bisschen älter. Okay, Sie dürfen zwischenzeitlich korrigieren. Haben wir ja auch noch eine neue Bibliothek gebaut. Und das Gesamtvorhaben bezieht sich schon auf Mittel von über 7 Millionen Euro, die hinsichtlich der Refinanzierung gesplittet sind in einem Verhältnis von 60-40 zwischen Kreditmitteln und natürlich weiteren Mitteln, die hier zu bereitgestellt werden mussten. Wir haben ja 2014 die Gesamtliegenschaft erworben. Wir sind also auch Eigentümer des Gebäudes und dementsprechend auch optimistisch, dass uns es zukünftig auch weiter gelingen wird, dieses Vorhaben. Jetzt mag man sich immer fragen, 7 Millionen fast, wo kommt das Geld her? Können wir ja nachher noch mal ein bisschen vertiefen, aber die andere Geschichte ist ja die, ich möchte das gerne noch mal mit betonen, also auch der Vorstand, wenn ich recht entsinne, war sehr wohl dafür zuständig, auch zu sagen, wir sind ein Gymnasium, in dem man zwar Schulgeld verlangen muss, das ist das eine, aber es soll jedem möglich sein, in diese Schule zu gehen. Und da haben wir also auch finanzielle Erleichterungen, will ich jetzt mal, oder Möglichkeiten geschaffen, um auch den Eltern entgegenzukommen, die das möglicherweise nicht vollständig stemmen können. Möge ich da noch mal kurz drauf eingehen? Ja, also wir müssen das Schulgeld nehmen, diese Elternbeiträge, die wir einfordern, weil die staatlichen Zuschüsse nicht ausreichen, um die Schule zu finanzieren. Da kann Herr Stefan Konkreteres zu sagen, aber dass freie Schulen bekommen vom Staat nicht so hohe Zuschüsse, wie die staatlichen Schulen vom Staat bekommen. Und deswegen muss die Differenz irgendwie ausgeglichen werden. Wenn man vergleichbare Leistungen bringen will, hat man die vergleichbaren Kosten, aber kann die nicht durch Zuschüsse decken. Deswegen brauchen wir diese Elternbeiträge. Und um darauf Rücksicht zu nehmen, dass möglicherweise nicht jeder in der Lage ist, diese Beiträge zu bezahlen, hat der Vorstand Stipendien bereitgestellt, die in Anspruch genommen werden können für Schüler, die das gerne möchten, die die Elternbeiträge abdecken und zusätzliche Kosten, die für den Schüler im Schuljahr anfallen, also Klassenfahrten oder Ähnliches. Das wird auch in Anspruch genommen. Ich kann noch ergänzen, dass wir auch beschlossen haben, dass es ja eine Kinderermäßigung gibt, immer für jedes zweite oder nächste Kind, was man dann letztendlich bei uns auch anmeldet. Finanzierung, also mal genau bei dem Punkt. Wie finanziert sich denn so eine Schule eigentlich? Ja, um das zu erläutern, bräuchte man sicherlich mehr Sendezeit, als uns zur Verfügung steht. Das Gymnasium hat von Anbeginn an bis zum heutigen Tag die Kosten, die es verursacht, auch refinanziert in einem eigenen Haushalt. Und wenn man dabei bedenkt, dass die sächsische Staatsregierung leider
eine freie Schule nicht so finanziert, wie das bei öffentlichen Schulen der Fall ist. Und wir in der Regel nur über ca. 70-80% der Mittel verfügen, die normalerweise öffentliche Schulen beanspruchen können. Und höchstens 91% der Mittel in Anspruch nehmen können für Löhne und Gehälter, die öffentliche Schulen in Anspruch nehmen. Dann wirft das natürlich Folgefragen auf, die sicherlich nicht nur zum Lachen und Strahlen herausfordern. Wir hatten also auch zu klären, wie kommen wir zu Personal, wie können wir Lehrerinnen und Lehrer und auch die technischen Mitarbeiter vernünftig bezahlen und können wir dem Wettbewerb, der natürlich zwischen öffentlichen und freien Schulen existiert, können wir diesen Wettbewerb standhalten. Wir haben aber dann rechtzeitig und umfangreich, glaube ich, gegengesteuert, um auch diesen Schulstandort weiterhin attraktiv zu halten. Er ist ja attraktiv einmal aufgrund seiner technischen Ausstattung. Das ist ein sehr großes Plus, das muss man immer wieder so sagen. Wir sind auch sehr überschaubar. Unser Lehrerkollegium besteht aus 40 Leuten. Nichtsdestotrotz ist das alles, die Rahmenbedingungen drumherum sind eine ganz wichtige Angelegenheit. Und da tut also auch der Träger eine ganze Menge dafür, dass auch hier Lehrer einen sehr guten Arbeitsplatz finden. Ja. Und da kann ich bloß noch mal einstellen, da sind wir also bei der technischen Ausstattung. Das kann man schon sehen hier an dieser Stelle, dass wir gut ausgestattet sind. Das ist ja auch gerade das große Thema. Digitalisierung soll vorangetrieben werden. Die Lehrer sollen alle bitte ins Distance Learning gehen. Frage ist, haben die auch einen Laptop? Also unsere Lehrer haben einen Laptop. Was haben sie denn noch? Also ja, sie haben ja eine ganze Menge sozusagen tatsächlich dann uns zukommen lassen. Also ich möchte bei dem Thema etwas weiter ausholen, weil es, denke ich, zu eingegrenzt wäre, wenn man das nur auf die sächliche Ausstattung bezieht. Warum arbeitet überhaupt ein Lehrer hier, nicht im öffentlichen Dienst? Wir haben die Rahmenbedingungen vor allen Dingen dort gestaltet, wo Lehrer sich wohlfühlen sollen, in wenig eingefahrenen Gleisen, in der Möglichkeit, Projekte vorzuschlagen, selber auszugestalten, in der Möglichkeit, einmal anders zu kommunizieren. Und Frau Hagel, Sie wissen es, wir haben dabei nicht nur positive Erfahrungen, sondern auch manches dazugelernt. Und ich denke, es gelingt uns aber trotzdem Schritt für Schritt immer besser. In der typischen Art und Weise des Leitbildes der Volkssolidarität nicht schlechthin nur miteinander, füreinander, sondern vor allen Dingen Kommunikation auf Augenhöhe. Und das ist ja genau die Frage, die ich auch manchmal vorher stelle. Warum bewerben Sie sich? Warum bewerben Sie sich für ein freies Gymnasium? Warum bewerben Sie sich ausgerechnet für uns? Da kommen inzwischen sehr, sehr viele Absolventen auf uns zu und sagen, also ich möchte A, nicht unbedingt verbeamtet werden, das ist nicht mein Ziel. Ich möchte B, Schule auch gestalten können. Das kann man bei uns, das ist eben auch der große Vorteil. Und ich möchte natürlich auch wissen, wohin ich komme. Also das ist ja der nächste große Punkt. Bei uns kann man nicht versetzt werden. Das klingt jetzt ein bisschen ulkig, aber das ist halt sehr wichtig. Man ist nicht eine Nummer, man ist einer von den 40 Kollegen, die das FGB ausmachen. Und damit auch mit Namen klar zu benennen und nicht Nummer 32.147 oder wie auch immer Lehrer da existieren in Sachsen. Und das macht es natürlich auch aus. Diese Individualität, die Eltern bei uns suchen, ist aber auch bei den Lehrern letztendlich ganz stark ein Punkt, der dafür spricht, auch bei uns zu sein und zu bleiben zu wollen. Wir sind ja mittlerweile an dem Punkt, dass wir ganz stolz sagen, dass wie wir das machen, das ist das Borsthofer Modell. Ja, dann mag ich das an dieser Stelle zusammenfassen. Also, liebe Zuschauer, Sie haben einen großen Einblick bekommen in die Art und Weise, wie der Träger sich mit dieser Schule sozusagen auch ja, tagtäglich auseinandersetzen darf und muss, aber wie wir auch tatsächlich, das ist ja eine ganz wichtige Sache, dieses Miteinander, Füreinander auch wirklich leben. Ich bin da immer ganz angetan davon, ich darf immer die Schnittstelle sein. Ich darf immer viele Ideen aus der Lehrerschaft, aus der Schülerschaft in den Vorstand oder an die Geschäftsführung herantragen. Und mich freut immer sehr, dass ich dann auch rückwirkend sagen kann, ja Leute, wir können machen und wir kriegen Unterstützung. Und darauf freue ich mich, dass es also auch die nächsten Jahre dann weitergehen wird. Wir haben jetzt das Klima zu retten. Nein, aber zumindest da einen großen Anteil dran. Und wir werden schauen, wie wir auch im Ort weiter noch uns ja tatsächlich zu einem ganz wesentlichen Bestandteil dieser Gemeinde auch entwickeln und nicht bloß in dieser Gemeinde bleiben, sondern über die Grenzen hinaus und so Kooperationen noch weiter vernetzen, schauen, wo man noch so seine Fühler ausstrecken kann. Und sodass also dieses Borsthofer Modell tatsächlich vielleicht eines Tages der Name schlechthin wird. Und dann haben wir alle mitgewirkt daran. Ich darf mich ganz herzlich bei meinen beiden Gesprächspartnern bedanken, bei Herrn Dr. Bandico und bei Herrn Stefan.
Freut mich sehr, dass wir in dieser Runde zusammengekommen sind. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie hatten hier eine sehr interessante Runde und haben viele neue Erkenntnisse und Erkenntnisse gewonnen. Und ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und freue mich auf ein anderweitiges Wiedersehen. Och, jetzt funktioniert das schon wieder nicht. Lass doch zu einem Grundmann gehen. Den kenne ich nicht. Wer ist das? An unserer Schule haben wir das Glück, dass wir einen IT-Administrator haben. Er kümmert sich um alle unsere technischen Probleme. Er kriegt das sicher wieder hin. Okay. Hallo. Hallo. Hi, können Sie vielleicht mal gucken, weil mein Laptop spinnt irgendwie? Ja, na klar, das schaue ich mir mal an. Ja, das war nur eine Kleinigkeit. Das sollte wieder funktionieren. Gut, vielen Dank. Jo, tschüss. Tschüss. So, jetzt funktioniert wieder alles. Und Sie können sich auf den nächsten Beitrag freuen, in dem wir sehen, wie das Methodentraining abläuft. Mein Name ist Susanne Danke. Ich bin seit 2014 hier an der Schule und aktuell für das Methodentraining zuständig, einer unserer Säulen, pädagogischen Säulen unserer Schule. Und im Folgenden möchte ich Ihnen diese Säule anhand verschiedener Abbildungen mal genauer vorstellen. Auf dieser Abbildung sehen Sie den Methodenkoffer und hier sind die 6 Säulen abgebildet, die aktuell unseren Schülern im Methodentraining gelehrt werden. Das ist zum einen die eine pädagogische Säule des Lernens. Da lernen die Schüler Lernstrategien, wie sie ihren Arbeitsort organisieren, wie sie aber auch mit Operatoren in Aufgaben umgehen und wie sie langfristig sich auf BLF und Abitur vorbereiten. Im Modul Kommunikation lernen Schüler Grundlagen der schriftlichen und mündlichen Kommunikation, die dann im Unterricht wiederum angewandt werden. Dann haben wir den Schwerpunkt der sozialen Bildung. Hier vermitteln sowohl Lehrerinnen als auch Externe den Schülern Fähigkeiten, wie sie mit sozialen Problemen umgehen. Ein Beispiel wäre Mobbing in Schulklassen. Eine weitere Säule des Methodentrainings ist der Bereich Visualisieren und Gestalten. Hier geht es vornehmlich um Kreativität. Das heißt, die Schüler lernen, wie sie Wissen zum Beispiel anders strukturieren können. Die ganz Kleinen lernen bei uns, wie sie eine Mindmap gestalten. Zum Beispiel in Vorbereitung auf eine Klassenarbeit bietet es sich an, Wissen nicht nur so, wie es im Hefte steht, zu lernen, sondern eben auch neu anzuordnen. Das geht dann weiter in den anderen Klassen. Schüler lernen, wie man Vorträge, entsprechend PowerPoints gestaltet. Und in den oberen Klassen dann auch Vorträge für die Facharbeitspräsentation gestaltet. Als vorletztes möchte ich Ihnen die Säule methodenwissenschaftlichen Arbeitens vorstellen. In dieser lernen die Schüler, wie man zum Beispiel mit Sachtexten umgeht, wie man aus Sachtexten Informationen herausnimmt, wie man aber eben dann auch zum Beispiel Stichpunktzettel für einen Vortrag erstellt und dann in der Oberstufe auch aus diskontinuierlichen Texten Informationen herausnimmt. Als letzte Säule kommt bei uns das Mathe-MT noch mit dazu. In diesen geht es vornehmlich nicht nur darum, den Schülern Wissen, was im Fachunterricht vermittelt wird, darzubieten, sondern hier lernen die Schüler von der Klasse 5 bis zur Klasse 10 logisch propedeutische Techniken, die dann später auch für den Berufsalltag oder fürs Studium nützlich sind. So. Und dieses Potpourri ergibt bei uns das Methodentraining. Und das findet im Jahr an 6 Tagen statt. Dadurch, dass es 6 Säulen sind, hat jede Klasse 6 Methodentrainings im Jahr und immer eben aus diesen verschiedenen Säulen. Das heißt, an diesem Tag finden 5 Stunden Methodenunterricht anstatt des Fachunterrichts statt. Hat den Hintergrund, dass wir uns als Kollegium gesagt haben, wir nehmen uns die Methoden, die in verschiedenen Lehrplänen zu finden sind, die sonst jeder Fachlehrer einzeln vermitteln würde, nehmen wir zusammen, vermitteln zentral, sodass der Fachunterricht darauf zurückgreifen kann. Daraus ergibt sich eine Säulenaufteilung, die sich hierin wiederfindet. Also hier hätten wir zum Beispiel die Klasse 5. Und die Klasse 5 hat im ersten Modul dieses Jahres gelernt, wie man zum Beispiel den Arbeitsplatz gestaltet. Sie haben gelernt, was für eine Art Lerntyp bin ich denn?
Dann im zweiten Modul ging es darum, wie gehe ich mit Misserfolgen um? Gerade der Übergang Klasse 4 zu Klasse 5 stellt dann doch eine Herausforderung dar. Mit den Noten geht es manchmal ein bisschen bergab. Und deswegen hier den Fokus darauf, wie gehe ich dann damit um, wenn dann doch mal eine 4 mit dazwischen flattert oder eine 5. Genau. Und so finden im Jahr 6 Module statt, die unterschiedlich verteilt sind. Und von der Klasse 5 bis zur Klasse 10 hat jeder Schüler einmal alle Module durchlaufen. Das Methodentraining gibt es bei uns schon seit 2008. Wir haben als junge Schule angefangen, uns an Klipperts Methoden orientiert, haben eigene Ideen erstmal mit eingebracht und dieses Methodentraining wurde im Laufe der Jahre mehrmals überarbeitet. Also es gab 2 Überarbeitungsphasen, die, wie man hier sehen kann, immer auch im Rahmen von Klausurtagungen stattgefunden haben und die Kollegen haben aufgrund der Erfahrungen, die sie im Unterricht gemacht haben, können das ein oder andere Modul wirklich im Unterricht gewinnbringend angewandt werden, haben sie dann die Module nochmal überprüft, evaluiert und festgestellt, okay, das Modul kann drinbleiben, das andere wiederum können wir dann doch weglassen. Und so ist dieser Prozess des Methodentrainings auch immer noch nicht abgeschlossen. Zurzeit sind wir daran, zu versuchen, das Methodentraining mehr noch mit dem Fachunterricht zu vernetzen, sodass jeder Klassenlehrer und jeder Fachlehrer eben explizit in seinem Unterricht auf die einzelnen Module eingeht und eben die Schüler auch dazu anleitet, das, was sie im Methodentraining lernen. Die Schüler erhalten bei uns nämlich ein sogenanntes Methodenblatt, dass sie am Ende jedes Methodentrainings in die Hand gedrückt bekommen und dort drauf finden sich die wichtigsten Stichpunkte zu diesen 5 Stunden Unterricht. Und die Fachlehrer sollen dazu angehalten werden, auch in den nächsten Jahren, das, was hier im Methodentraining gelernt wurde, vermehrt im Unterricht einzusetzen. Damit gewährleisten wir auch das, was gefordert wird, die sogenannte Vernetzung. Und hier sehen Sie zum Beispiel mal ein Methodenblatt. Das hat im letzten Jahr in der Klasse 8 stattgefunden, das Modul. Und zwar hieß dieses Modul Benutzen von Lernplattformen. In Klasse 8 wird das vermittelt. Und so haben die Schüler bei uns schon im letzten Jahr in Klasse 8 die Nutzung unserer Lernplattform Moodle gelernt. Sie haben sich dort angemeldet. Sie haben erste Tricks und Kniffe gelernt, sodass sie eben jetzt in der Corona-Zeit gut darauf vorbereitet waren, gleich im ersten Lockdown zum Beispiel hier auf unsere Lehrplattform Moodle zurückzugreifen und darin zurechtzukommen. Fragt man die Schüler, vor allem in den Klassen 8 bis 10, hat das Methodentraining gar keinen so guten Ruf. Oft denken sie, 5 Stunden verschenkte Zeit. Spannend ist aber, wenn man sich mit ehemaligen Schülern, sogenannten Alumni, unterhält, die uns dann im Nachhinein zurückmelden, dass diese Zeit doch mit am gewinnbringendsten für sie war, je nachdem, was sie auch an Berufen oder an Studienrichtungen ergriffen haben. Also das Feedback derer, die unsere Schule verlassen haben, ist wesentlich besser als teilweise der aktuellen Schüler, einfach weil sie dann im Nachhinein merken, dass sie mit dem Gelernten, zum Beispiel hier aus dem Methodentraining, eine ganze Menge anfangen können. Also gerade das Schreiben der Facharbeit, diese wirklich nahe Betreuung in dem Prozess des Schreibens der Facharbeit, eben von der Quellenfindung übers Zitieren, über das Vortrag halten, hilft den Schülern, die eben Studiengänge wählen, in denen zum Beispiel viele Facharbeiten geschrieben werden müssen. Ja. Und das motiviert uns als Lehrer weiterhin an dieser einen pädagogischen Säule zu feilen und diese natürlich auch in den nächsten Jahren immer den gesellschaftlichen Bedürfnissen anzupassen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem kleinen Film eine unserer pädagogischen Säulen, das sogenannte Methodentraining, etwas näher vorstellen. Und wie Sie hier diese ganzen Methoden sehen, die unsere Schüler über die Jahre lernen, stellen Sie fest, dass wir die Schüler mit einem gepackten Koffer ins Leben entlassen. Wichtig ist, dass sie sich auch die entsprechenden Sachen dort hinausnehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sag mal, hast du heute eigentlich Essen bestellt? Nö, es gab nichts Leckeres für mich. Ja, aber was willst du dann essen? Keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich zum Bäcker gehen und mir ein Brötchen oder einen Donut oder so holen. Und was hältst du davon, wenn wir einfach gleich zusammen zum Dönerladen gehen? Das ist eine gute Idee. Und während wir gleich essen gehen, dürfen Sie einen Beitrag über die Schul- und Gemeindebibliothek sehen. Viel Spaß! Ja, also wir sind hier in der Schule des Freien Gymnasiums Borsdorf in der ehemaligen Turnhalle. Da ist seit Oktober 19 ist die Bibliothek der Gemeinde Borsdorf hier eingezogen. Und das Besondere ist, dass sich in dieser Räumlichkeit 2 Bibliotheken befinden.
einmal die Schulbibliothek des Freien Gymnasiums Borsdorf und die öffentliche Gemeindebibliothek. Was kann man hier machen? Die Schüler haben hier ihren ganzen Medienbestand zur Unterstützung des Unterrichts, zur Erledigung von Aufgaben. Gleichzeitig können sie aber natürlich sämtliche Medien der öffentlichen Bibliothek nutzen, die da sind: Unterhaltungsliteratur, Zeitschriften, Konsolenspiele, Tonys, CDs und so weiter und so weiter. Und für die Bevölkerung ist es so, dass für sie natürlich nach Anmeldung die Medien der öffentlichen Bibliothek zur Verfügung stehen und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit besteht, die Fachliteratur des Freien Gymnasiums zu nutzen, mit der Einschränkung, dass das meiste dann hier an den vielen Arbeitsplätzen nur genutzt werden kann. Die Medien des Freien Gymnasiums Borsdorf sind nicht alle ausleihbar. Also gegenwärtig ist es so, dass bei uns zum Betreten der Bibliothek die 3G-Regel Voraussetzung ist und ein vorher vereinbarter Termin für die Rückgabe und Ausleihe. Ohne diese Regelung kommt zurzeit in die Bibliothek niemand rein. Sämtliche aktuelle Informationen, das ist mir wichtig zu sagen, stehen immer im Web-OPAC der Bibliothek Borsdorf. Wenn man das googelt, findet man dort nicht nur die Möglichkeit, den Gesamtbestand des Freien Gymnasiums und der Gemeindebibliothek einzusehen, sondern dort findet man alle aktuellen Informationen zur Möglichkeit der Nutzung der Bibliothek unter den gegenwärtigen Gegebenheiten. Wichtig ist, dass jeder, der sich in der Bibliothek Borsdorf anmeldet und seinen Jahresbeitrag bezahlt, kostenlos sämtliche Angebote der Onleihe Sächsischer Raum nutzen kann. Da stehen ca. 47.000 Titel zur Verfügung, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche entliehen werden können von zu Hause. Das sind neben E-Books, E-Paper, E-Magazine, E-Audio etc. etc. zu unterschiedlichen Leihfristen. Wer sich das Ganze mal anschauen möchte, ob das was für ihn ist, verleiht die Bibliothek E-Reader. Das können Sie dann also erstmal testen, bevor Sie sich da in irgendwelche Unkosten stürzen. Das Angebot steht immer und wird relativ rege genutzt. Es sind 54 Bibliotheken in diesem Onleihe-Verbund drin, also Onleihe Sächsischer Raum, 54 Bibliotheken. Da kann es mal vorkommen, dass man irgendeinen Bestseller, der gerade erschienen ist, dann doch mal vorbestellen muss. Aber ich glaube, bei 47.000 Titeln findet sich dann zwischendurch noch was, was man zwischendurch lesen kann. Ja, Thema Partelandbibliotheken. Es sind 5 Bibliotheken, die dort dabei sind, Möglichkeiten zu finden der Zusammenarbeit. Das sind die Bibliotheken Großpösner, Nauenhof, Brandis, Machern und Borsdorf. Und als großen Erfolg mittlerweile verbuchen wir unsere allererste Autorenlesung, Online-Autorenlesung wegen Corona. Die war am 3.12. mit Herrn Kliesch, Co-Autor von Herrn Fitzek. Das haben einige Leser genutzt und alle, die ihr Feedback abgegeben haben, waren sehr begeistert von dieser Geschichte. War spannend und für uns Bibliothekare aufregend, weil, wie gesagt, das erste Ziel dieses Zusammenschlusses ist, jede Bibliothek bleibt erstmal selbstständig für sich. Aber wir versuchen, Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu finden, vorrangig da, wo es eben um Veranstaltungen geht, um das, was momentan nicht möglich ist, nämlich Makerspaces, wo Borsdorf also auch schon eine Aktion geplant hatte, die dank Corona immer noch nicht möglich ist, dass man sich da abstimmt, dass jede Bibliothek etwas tut, das Angebot für die Bürger sehr groß ist und man sich dann, die Gemeinden liegen nicht so weit auseinander, sich raussuchen kann, wo man hingeht. Ganz neu seit Anfang Dezember ist, dass man, wenn man in einer der Bibliotheken angemeldet ist, in jeder anderen dieser 5 Bibliotheken etwas ausleihen kann. Das ist ganz neu, das kann man nutzen. Die Medien kann man dann dort auch wieder zurückbringen
oder in der Heimatbibliothek. Es sind noch andere Sachen geplant. Da muss man einfach sehen, wie weit man kommt und was auf anderen Bereichen möglich ist. So Ideen wie eine Partnerlandkarte, wo dann auch der Benutzerausweis mit integriert ist, etc. pp. Wie anfangs erwähnt, die Bibliothek Borsdorf ist geöffnet. Montags, dienstags, donnerstags nachmittags, freitags vormittags. Die einzige Einschränkung ist die Einhaltung von 3G und eine vorhergehende Terminvereinbarung. Sie können sich hier jederzeit anmelden, Sachen ausleihen. Wir haben in der öffentlichen Bibliothek über 10.000 Medien, die Sie nutzen können, und die Online-Medien noch dazu. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch die Eltern der Schüler des Freien Gymnasiums die Bibliothek für sich entdecken und natürlich alle Bürgerinnen und Bürger von Borsdorf. Wir freuen uns immer über neue Leserschaft und ich persönlich bin auch immer sehr dankbar, wenn meine Leserschaft mir sagt, was sie gerne lesen möchten. So wie der Haushalt zur Verfügung steht, kümmere ich mich dann sehr gerne um Neuanschaffung und Erweiterung des Bestandes. Den Buchmarkt überblickt niemand mehr und deshalb freue ich mich immer, wenn meine Leser mir sagen, könnten Sie das kaufen, würde ich gerne lesen. Also ich denke, jeder, der gern liest, wird hier in der Bibliothek Borsdorf fündig werden oder ich kümmere mich darum, dass Sie was finden. Ich freue mich auf Ihr Kommen. Vielen Dank. Weißt du denn schon, was du werden willst? Nee, noch nicht direkt, du etwa. Ich habe ein paar Ideen, aber ich suche noch nach Praktikas. Na, lass uns doch einen Termin bei unserer Berufsorientierung machen. Okay. Und wie das an unserer Schule funktioniert, sehen Sie im nächsten Beitrag. Die Berufsorientierung ist ein wichtiger Teil der Ausbildung der Schüler am Freien Gymnasium Borsdorf. Aufgabe von Schule ist es, die Anschlussfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler an Ausbildung, Studium und Beruf sicherzustellen, sowie die Schülerinnen und Schüler auf eine aktive Beteiligung an gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben vorzubereiten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bieten wir am Freien Gymnasium Borsdorf eine systematische Berufs- und Studienorientierung, die viele verschiedene altersgerechte und praxisnahe Bildungsmaßnahmen ab Klasse 5 umfasst. So kommen unsere 5. und 6. Klässler durch Unternehmensbesuche und deren Präsentation auf einer Unternehmensmesse oder bei der Darstellung ihres Traumberufs im Kunstunterricht mit dem Thema Berufsorientierung in Berührung. Darüber hinaus nehmen unsere Schülerinnen und Schüler auch an offiziellen Aktionstagen wie dem Girls Boys Day oder der Messe Schau rein teil und verzahnen so ihre Informationen mit dem Methodentraining der Klasse 7, in dem die Auseinandersetzung mit ihren Stärken und Schwächen unter anderem in Bezug auf ihre beruflichen Ambitionen im Mittelpunkt steht. Danach können unsere Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Projekts Potenzialanalyse und den darauf aufbauenden Werkstatttagen mit Hilfe externer Anbieter die eigenen Stärken und Fähigkeiten testen und ihre Potenziale in verschiedenen Berufsfeldern erkunden und ausprobieren. Auch im Profilunterricht nach dem Borsdorfer Modell kommt der Bezug zur Berufs- und Studienorientierung immer wieder zum Tragen, wenn zum Beispiel externe Partner und Gastredner den Unterricht bereichern und gleichzeitig ihren Beruf und die Anforderungen an diesen genau vorstellen. Im Bewerbungstraining lernen unsere Schülerinnen und Schüler nicht nur, wie man eine Bewerbung schreibt, sondern sie haben auch noch die einmalige Gelegenheit, ein Bewerbungsgespräch bei Vertretern der Wirtschaft tatsächlich auszuprobieren. Damit sind unsere Schülerinnen und Schüler für die Suche nach Praktikumsplätzen bestens gerüstet und absolvieren diese Praktika unter gesellschaftswissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Blickpunkten. Außerdem sind Vertreter unserer Schülergenossenschaft gerade dabei, eine schulinterne Praktikumsbörse zu etablieren. Diese soll unseren Schülerinnen und Schülern bei der Suche nach einem passgenauen Praktikumsplatz unterstützen. In Klasse 10 fokussieren wir unser Berufsorientierungskonzept stärker auf die Studienorientierung, indem wir zu Beginn des Schuljahres die Studientage durchführen, bei denen unsere Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, sich intensiv mit den Themen Organisation und Inhalte der Oberstufe und dem dazu nötigen wissenschaftlichen Arbeiten auseinanderzusetzen. Aber auch die anstehende Kurswahl wird anhand der eigenen Stärken und Schwächen reflektiert und die beruflichen Vorstellungen anhand eines Schullaufbahngesprächs konkretisiert.
Selbstverständlich ermöglichen wir den Oberstufenschülern die Teilnahme an diversen Ausbildungs- und Studienmessen oder dem Tag der offenen Hochschultür. Außerdem leiten wir aktuelle Informationen zur Orientierung nicht nur über die Aushänge im Schulhaus oder auf der Schulhomepage an unsere Schülerinnen und Schüler weiter, sondern nutzen dazu auch unsere Lernplattform mit klassenspezifischen Moodle-Kursen. Damit können wir in Zeiten von geschlossenen Schulen sicherstellen, dass es nicht zum Abriss unserer Berufs- und Studienorientierung kommt. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit diesen vielfältigen Maßnahmen unseren Schülerinnen und Schülern über 8 Schuljahre hinweg ein Rundumpaket anbieten, welches ihnen eine gezielte und fundierte Entscheidung zur Berufs- und Studienwahl ermöglicht. Weißt du schon, was du nächstes Jahr so an GTAs machen wirst? Ich finde ja, die Robo-AG hört sich ziemlich cool an, da will ich mal reingucken. Ja, stimmt. Aber die Physik-AG soll auch cool sein und die Sport-AG hört sich ziemlich spaßig an. Ich war letztes Jahr in der Physik-AG. Wollen wir vielleicht dieses Jahr mal zusammen reinschauen? Können wir gerne machen. Und genaueres über die Ganztagsangebote sehen Sie jetzt im nächsten Beitrag. Viel Spaß! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin Frau Hackel und bin die Schulleiterin dieser Schule. Und ich darf Ihnen jetzt unser Ganztagsangebot vorstellen. In Abkürzung heißt das GTA. Worum geht es da? Ganztagsangebot sind alle die unterrichtsbegleitenden Angebote, die man am Nachmittag, gerne aber auch über den Tag verteilt, in Klassen bzw. aber auch in Einzelaktionen als Schüler in Anspruch nehmen kann. Das Freie Gymnasium Borsdorf ist bezüglich der Ganztagsangebote sehr gut ausgestattet. Und ich möchte Ihnen jetzt mal die 4 Bereiche, in denen wir uns hier bewegen, einmal näher darstellen. Wir haben 2 große Bereiche, die heißen Fördern und Fordern. Und wir haben einen großen Bereich, der heißt Freizeit. Und ich beginne mal mit dem Fördern und Fordern. Beim Fördern, müssen Sie sich vorstellen, sind wir in den einzelnen Unterrichtsfächern. Dort bieten wir im Nachmittagsbereich Förderangebote an, in sämtlichen Fremdsprachen, auch in Deutsch und besonders auch in Mathematik. Das ist eine besondere Herausforderung für uns, Mathematikförderunterricht von Klasse 5 bis Klasse 12 anzubieten. Das Besondere an unserem Förderunterricht in Mathematik ist auch das, dass wir Schülerinnen und Schüler aus der 11. und 12. Klasse haben, die hier als Dozenten wirken. Darüber hinaus bieten wir auch Förderangebote in den Sommerferien an. So haben wir ganz spezielle Kurse, zum Beispiel im Freizeitbereich, Outdoor-Aktivitäten in der ersten Ferienwoche und tatsächlich auch schon Kurse zum Nachhilfe, zum Nacharbeiten in der 6. Ferienwoche. Das war der Förderunterricht. Der andere Teil, der auch in Fördern und Fordern eingeht, ist der Bereich, in dem wir Soziales in den Vordergrund stellen. Und dabei geht es einmal darum, dass wir Soziales im Klassenverband in den Vordergrund stellen, aber auch was das Persönliche betrifft. Kommen wir mal zuerst zu dem Sozialen im Klassenverband. Dort bieten wir ganz besondere Tage an, die nennen wir soziale Tage. Die bieten wir jetzt auch insbesondere deswegen an, weil Corona uns natürlich auch ein Stück weit mehr dazu zwingt, stärker wieder die sozialen Aspekte zu betonen. Klassenleiter und Tutoren haben die Möglichkeit, einmal im Quartal außerhalb des Unterrichts mit ihrer Klasse teambildende Maßnahmen über GTA, also über das Ganztagsangebot mit zu nutzen. Dazu stellen wir Gelder bereit, dazu kann man auch nach draußen gehen, das heißt also sich mit Experten verbinden. Wichtig ist, dass wir diese Zeit nutzen, um den sozialen Aspekt in den Klassen wieder zu stärken. Wenn es nicht in den Klassen ist, dann haben wir auch den Teil, wo wir Einzelmaßnahmen oder Einzelförderung betreiben können. Und da heißt es, dass wir spezielle Angebote haben. Wir haben Sozialarbeiter bei uns an Bord, wir haben einen Beratungslehrer bei uns an Bord, der sich um ganz individuelle Problemlagen kümmern kann. Auch das gehört in den GTA-Bereich mit hinein. Komme ich zu dem Freizeitbereich. Der Freizeitbereich besteht bei uns auch wiederum aus 2 Teilen. Wir haben einmal alle Aktivitäten rund um den Schulclub. Auch da sind wir wieder im sozialen Bereich ein bisschen unterwegs. Dort arbeiten wir zusammen mit Meta e.V. Das ist ein Anbieter hier vor Ort in Borsdorf, der in der Jugendhilfe auch mit tätig ist, im Jugendclub von Borsdorf tätig ist, den wir aber verknüpfen mit unserer Tätigkeit bei uns im Haus im Schulclub. Und der Schulclub selber beinhaltet ja auch noch das Schülercafé. Da findet also ein erster Betrieb unserer sogenannten Schülergenossenschaft statt. Das heißt also, Schüler betreiben tatsächlich ein Café. Im Rahmen der Schülergenossenschaft arbeiten wir derzeit daran, einen weiteren Geschäftsbereich aufzustellen. Dieser Geschäftsbereich heißt dann Schüler helfen Schülern und soll uns in den Förderangeboten kräftig unterstützen.
Dort sind wir also tatsächlich schon an diesem Punkt, dass wir Schülerinnen und Schüler der 11. und 12. Klasse, wie ich schon gesagt habe, in Förderangeboten eingestellt haben als Dozenten, die dort sogar ihr erstes Geld verdienen können. Das wollen wir noch weiter aufbauen. Das soll ein richtiger eigener Geschäftsbereich werden. Und dann sind wir noch tatsächlich im ganz eigenen Bereich, der dann heißt Freizeitbereich. Das heißt, alles das, was man im Nachmittagsbereich noch tun kann, um seinen Interessen nachzugehen, angefangen von Robo-AG über Physikexperimente, über Kindergartenbetreuung bis hin zu das grüne Klassenzimmer oder den Schulzoo, sind da vielfältige Angebote, aus denen sich die Schülerinnen und Schüler unserer Schule etwas aussuchen können. Sie haben jetzt einmal das Gesamtangebot an unserer Schule vorgestellt bekommen und ich hoffe, dass wenige Fragen nur noch übrig geblieben sind. Und sollten noch welche übrig sein, dann schauen Sie nochmal auf der Homepage. Dort können Sie sogar die Einzelangebote auch nochmal nachlesen. Bist du auch beim Projekt Schülercafé dabei? Nee, das kenne ich gar nicht. Was ist denn das überhaupt? Das ist ein Genossenschaftsprojekt an unserer Schule. Und wie das funktioniert, sehen Sie im nächsten Video. Also ich bin Lena. Ich bin in der 9. Klasse und ich bin einmal der Finanzvorstand. Und ich bin Chefin des Schülercafés. Ja, das Schülercafé hat vor allem den Sinn, dass Schüler hier reinkommen können, sich was zu essen kaufen können und dann sich hier hinsetzen können oder mit dem Tischkicker spielen können und so. Also wir sind eine Schülergenossenschaft. Das ist quasi, dass Schüler lernen, wie sie dann später im Arbeitsleben arbeiten können oder generell Sachen lernen können fürs spätere Leben. Da gibt es einen Vorstand und einen Aufsichtsrat und der Vorstand arbeitet quasi in verschiedenen Themenbereichen. Da ist auch das Schülercafé ein Thema davon und der Aufsichtsrat kontrolliert dann quasi, was der Vorstand macht. Ja, also mit Corona ist halt schwierig zu planen, was kann man machen, wann kann man zum Beispiel auch in den regelmäßigen Betrieb gehen oder wann kann man Events planen, weil auch Aktionstage, wir haben ja verschiedene Aktionstage gemacht jetzt, aber die mussten zum Teil dann auch verschoben werden oder sind fast abgesagt worden, weil wir halt wegen Corona nicht wussten, ob das klappt wegen den Corona-Maßnahmen. Also wir wollen jetzt planen, dass wir in den Dauerbetrieb gehen können, beziehungsweise in einen regelmäßigen Betrieb und in den Eventverkauf. Und dass wir ein paar Aktionstage machen können, dass wir dann quasi an die Schüler zu einem bestimmten Thema Sachen verkaufen können. Na, wir hatten jetzt zum Beispiel einen Aktionstag, da haben wir einmal Kuchen verkauft oder einen anderen, da haben wir Fwaps und sowas verkauft. Und das ist dann halt aber zu einem bestimmten Thema. Also mich hat halt motiviert, dass man dort viel lernen kann, was auch später weiterhelfen kann, weil ich dann schon mal so Einblicke habe, was braucht man in einem Unternehmen und was kann man dort erreichen. Also für den regelmäßigen Betrieb ist es dann halt so, dass wir dann zum Beispiel dreimal in der Woche oder so, dass wir dann Essen verkaufen an die Schüler in den Frühstücks- und Mittagspausen, damit die zum Beispiel nicht in die Cafeteria gehen müssen und sich dort dann Essen holen, sondern dann bei uns im Schülercafé Snacks bekommen. Prinzipiell muss man eigentlich nur Mitglied der Schülergenossenschaft sein und dann kann man quasi, wenn das alles aufgebaut ist, kann man dann mit ins Schülercafé einsteigen, wenn man das möchte und dann verkaufen oder sowas. Also die Vorteile beim Schülercafé sind, dass man vor allem lernen kann, wie man später auch Sachen verkaufen kann oder wie man später arbeiten kann. Wir legen vor allem auf Regionalität und Nachhaltigkeit Wert. Also mit Corona ist gerade das größte Problem, dass man halt nicht weiß, wann man anfangen kann, in den Dauerbetrieb zu gehen oder welche Aktionstage wann stattfinden können, weil ja immer was dazwischen kommen kann. Und das ist halt momentan das größte Problem, was wir haben. Ich wünsche mir, dass wir aufmachen können, also quasi, dass die Schüler dann hier reinkommen können und sich Sachen kaufen können, die sie dann haben möchten, regelmäßig. Alles sieht ja so lebendig aus. Es wäre schön, wenn es ein Klassenzimmer in Freien geben würde. Aber wusstest du nicht, dass ein grünes Klassenzimmer auf dem Schulgelände gebaut wird? Wirklich? Ja, also du kannst dich auf jeden Fall darauf freuen. Und wie das aussehen wird, sehen Sie im nächsten Beitrag. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch wenn man sich jetzt das noch nicht vorstellen mag, aber ich darf Sie hier begrüßen im zukünftigen grünen Klassenzimmer. Ich bin Kai Hacke, bin die Schulleiterin des Freien Gymnasiums Borsdorf. Wir haben uns vor einigen Jahren auf den Weg gemacht, diese Rasenfläche in ein Klassenzimmer zu verwandeln, in ein grünes Klassenzimmer, wo auch tatsächlich Unterricht stattfinden soll. Was als grünes Klassenzimmer begonnen hat, soll aber
in die gesamte Schule getragen werden. Wir wollen also ein grünes Klassenzimmer zu einer grünen Schule machen. Wenn Sie sich für die Grundlagen unserer Konzeption und unserer Idee interessieren, dann schauen Sie sich jetzt das nächste Video an. Ja, einen sehr schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Peter Heine vom Institut für Mediation und Kommunikation. Wir haben den Auftrag bekommen, die Planung für die grünen Räume im Freien Gymnasium in Borsdorf zu machen. Das heißt, wir, das sind meine Kollegin Christine Vogt, diplomierte Innenraumgestalter, und ich bin Biologe. Und ja, wir haben uns dieser Aufgabe mit viel Lust gewidmet, weil die etwas nüchternen Außenräume in der Schule da durchaus viel Spielräume offen halten. So sieht die Substanz aus, die wir vorgefunden haben. Das heißt, dass es handelt sich um diesen Raum, etwa ein Freiraum von 120 Quadratmeter. Man sieht etwas eingepfercht zwischen einem Parkplatz und dem Außenzaun, da hinten noch die Rückseite eines Gebäudes vom Nachbargrundstück, das nochmal von oben, ein Borsdorfer Apfelbäumchen als einzige größere Grünstruktur. Ist aber noch weit entfernt davon, den Eindruck zu machen, dass er hier als großer, schattenspendender Baum irgendwann mal wirksam wird in dem künftigen grünen Klassenzimmer. Das ist die Ausgangssituation. Wir haben uns dann mal angeschaut, was eine Schülerarbeitsgruppe schon an Ideen geliefert hat. Wir haben hier mal so eine kleine Auswahl nur zu sehen. Das heißt, es sind im Wesentlichen vier Bedürfnisse, die wir da erkannt haben, nämlich das eine, einen Lernraum im Grünen zu haben, in dem vor allen Dingen das Lernen in und von der Natur ohne vorgegebene Sitzordnung stattfinden soll. Das heißt also etwas freier, etwas offener, etwas kreativer. Die Abgrenzung nach außen und Sichtschutz sollte gewährleistet sein, und durch vielfältige Gestaltungselemente sollte also dieser Lebensraum auch mit allen Sinnen erfahrbar sein. Und ein ganz ausgesprochener Wunsch, vor allen Dingen der Schülerarbeitsgemeinschaft, dass Kräuter angebaut werden sollen, um sie im Schülercafé zu nutzen. Das waren so die Eckpunkte. Die Schüler hatten sich damals auf so einen wabenartigen Sitzelemente geeinigt, die also in ihrer Struktur auch veränderbar sind. Und ja, man sieht, also Heckenelemente, all diese Dinge sind hier schon als Idee vorhanden. Wir haben uns dann so ein bisschen inspirieren lassen und haben gesagt, ja, wo halten sich Menschen am allerliebsten auf in der Natur? Und dann haben wir gefunden, ja, diese Kriterien werden fast alle in einem Park, wenn man unter einem schattigen Baum sitzt, sich anlehnen kann, unter sich eine Decke, die einen wärmt und auch eventuell ja, ein bisschen weich ist, unter sich hat. Und das haben wir, dieses Bild haben wir dann so als Gestaltungselement aufgenommen und in der Planung auch wieder auftauchen lassen. So, und das wäre jetzt der Grundriss mit dieser Grundidee, nämlich hier diese Idee der Decken in einem Sitzelement umgesetzt in Holz, das heißt also in unterschiedlichen Höhen, quadratische Sitzelemente, die man zum Sitzen, Fläzen, ja, auch sich anlehnen oder wie auch immer benutzen kann, die aber fest sind, sodass wir also nicht ständig die Strukturen wieder neu zusammenstellen müssen. Hier haben wir das Element eines ja, bepflanzbaren Sofas, haben wir es genannt. Das heißt also, die hinteren Elemente sind dann also als Hochbeet ausgeführt und man kann dazwischen sitzen. Hier ein kleiner Tisch in der Mitte, da soll eine Kompostanlage stehen. Und hier die sogenannte Pflanzbar, wir werden es dann noch in der Ansicht sehen. Auch hier ein Hochbeet im vorderen Bereich. Es wird so eine Art Theke entstehen, wo man auch Dinge abstellen kann. Und wir wollen kleine Schuppenelemente reinbauen, damit man also seine Utensilien da auch unterstellen und sicher verwahren kann. Das Ganze ist überdacht und die Überdachung wird dazu genutzt, um das Regenwasser aufzufangen und dann auch deutlich zu machen, auf wie viel Fläche wir denn wie viel Regenwasser überhaupt nutzen können. Die Abgrenzung nach außen mit einer vielgestaltigen Mauernstruktur, die werde ich gleich noch erläutern, und Heckenstrukturen, die Außenzäune unsichtbar machen sollen und als Beschattungselement, bevor dieser Baum die Funktion voll ausfüllen kann, ein Sonnensegel.
Ja, ich möchte gleich nochmal vertiefend die äußere Abgrenzung zeigen. Das wäre dann hier der Parkplatz und dann haben wir hier so ein Wandelement, was aus unterschiedlichen, ausschließlich aus regional verfügbaren Materialien gebaut werden soll, nämlich als Lehmstampfwand einmal in diesem Bereich. Lehm ist fast überall verfügbar, ein universeller Lehm, also universeller Baustoff. Das zweite Element, Holzrollen, also einfach grob geschnittene Holzrollen, die aufeinander gestapelt werden und dabei wieder Spaltenquartiere für unterschiedliche Arten bilden können. Eine lebende Weidenhecke soll gepflanzt werden und eine Trockenmauer aus Lesesteinen, die natürlich im Idealfall sogar noch selbst geworben werden können und dann übereinander gestapelt und dadurch wieder vielfältige Möglichkeiten für unterschiedliche Arten bieten. Das Ganze sieht auch noch gut aus. Und was wir mit der Idee verbanden, ist vor allen Dingen die Vorstellung, das können Schüler selber umsetzen. Und was man selber baut, das gewinnt natürlich auch in der eigenen Wertschätzung einen höheren Stellenwert. Und vielleicht hilft es, dass die Dinge ein bisschen anders betrachtet und auch in der Dauer besser erhalten werden. Ja, das nochmal ein bisschen genauer in den Strukturen. Das heißt also dieses bepflanzbare Sofa, wie wir es genannt haben. Die Begrünung nach außen mit heimischen Sträuchern, vor allen Dingen also auch an den Zäunen Hopfen und wilden Wein und die Pflanzbar hier im ersten Entwurf schon mal zu sehen, also für die Regenwasserauffangung und integriertes Hochbeet und die Unterstellmöglichkeit für Utensilien. Ja, so dann nochmal in der etwas ausführlicheren Variante. Hier sieht man also den Wasserhahn schon mal angedeutet. Das Wasser, was hier zusammenläuft, kann sich dann hier sammeln und man hat hinten eine Anzeige, um zu sehen, wie viel war es denn eigentlich, wenn es mal geregnet hat. Ja. Auch hier wieder heimische Materialien, im Wesentlichen Holz, ohne Versiegelung. Das heißt also eine Holzoberfläche, die auch altern und die auch sich verändern darf. Das nochmal an einigen Beispielen gezeigt, wie es aussehen könnte, also mit der Steinwand, mit der Flechtwand aus Weide oder der Lehmstampfwand. Und überall gibt es spezifische Arten, die sich da in dem entstehenden Lebensraum einfinden und der dann natürlich auch für den Unterricht genutzt werden kann als Demonstrationsbeispiel. Ja, das ist mal so ein Entwurf von der Tür, auch hier als Weidengeflecht. Das können Schüler auch selbst machen. In einer Holzkonstruktion. Das macht Spaß, man lernt was dabei und außerdem kann man Materialien benutzen, die es überall in dieser Umgebung gibt. Das war erstmal das grüne Klassenzimmer. Das heißt, der Auftrag ging aber noch ein kleines Stückchen weiter, nämlich die grüne Räume stand ja drüber. Und wir haben hier uns noch Gedanken gemacht, wie kann man die etwas nüchternen und sehr pflegeleichten zwar, aber nicht besonders einladenden Strukturen im Schulhof etwas aufwerten. Und dazu haben wir vor allen Dingen den Bestand analysiert und festgestellt, dass die Beschattungsmöglichkeiten unzureichend sind. Es gibt nicht allzu viele Rückzugsmöglichkeiten, wo man einfach auch mal mit Sichtschutz sitzen kann, kaum geeignete Sitzmöbel. Und vor allen Dingen fehlt noch ein Veranstaltungsraum im Freien. Und schon die Anmutung des Haupteingangstores lädt ja förmlich dazu ein, hier vor allen Dingen mit einer Grüngestaltung das noch ein bisschen anheimelnder zu machen. Eine Vielzahl von Ideen ist entwickelt worden, also zum Beispiel das Amphitheater im nördlichen Bereich, zusätzliche Grünelemente, auch die vorhandenen Betonkuben noch mit einem Holzaufbau aufzuwerten und vor allen Dingen eben auch Rückzugsräume herzustellen. Ich will das in einigen Beispielen nochmal untersetzen. Zum Beispiel hier durch eine Begrünung mit wildem Wein kann man also unter anderem diesem bisher wenig einladenden Tor fast etwas Dornröschenhaftes abgewinnen. Der Hausmeister bestimmt dann mit der Schere, wie weit das gehen soll. Also der Wein wächst universell. Hier zusätzliche Grünelemente auf dem Schulhof, die natürlich erstmal etwas jugendlich beginnen, dann natürlich größer werden und damit wiederum Sichtschutz ergeben und vor allen Dingen auch Beschattung und die Überdeckung der vorhandenen Kuben mit Holzelementen, sodass hier Bänke entstehen.
In Corona-Zeiten sind die Abstände bisher ganz günstig, aber 1,50 Meter als Abstand eines Sitzelements, was man zum Kommunizieren benutzen will, ist einfach zu viel. Ja, in dem schon beschatteten Bereich durch das Einbringen von Steinquadern könnte man bei sehr heißen Tagen Sitzelemente gewinnen und im sagen wir, etwas Sichtschutz bietenden Blätterwald eine etwas zurückgezogene Möglichkeit der Kommunikation liefern. Ein bisher Attraktionszentrum ist das Sitzen unter der Weide, aber es gibt zu wenig Sitzelemente. Deswegen wollen wir hier unter der Weide, die sich natürlich ausbreiten kann, wenn sie darf, dass wir hier eine lange Bank einbauen wollen, wo man sitzen, lümmeln, liegen kann und die Pausengestaltung also sehr individuell zubringen. Zum Schluss das Amphitheater. Die Idee bestand darin, dass wir nach hinten einen Sichtschutz mit Bepflanzung einrichten, hier durch Relief-Einbringung Sitzelemente herstellen und dass wir auf dem jetzigen Schulhof nochmal eine grüne Insel errichten, sozusagen als Rückseite für das Amphitheater, als Bühne und natürlich auch Raumschließung für so eine Theaterstruktur. Das ist nochmal eine besondere Idee, die meine Kollegin dann hatte, nämlich das soll eine Pergola sein, die in etwa 4 Meter Höhe über den gesamten Schulhof reicht, mit einer Metallkonstruktion und dazwischen gespannten Metalldrähten, die dann wiederum begrünt werden und so wie ein kleiner grüner Zwischenhimmel sozusagen zwischen dem Schulhof und dem Himmel aufgespannt wird und sowohl das grüne Klassenzimmer in diesem Bereich als auch den Sportplatz als auch große Teile des Schulhofs mit Schatten versorgen. Das größte Defizit momentan. Hopfen ist universell, findet sich überall zurecht, ist eine heimische Pflanze, sieht auch noch gut aus. Ja, und liefert sozusagen eine ganz anheimelnde Atmosphäre in einem bisher recht nüchternen Schulhofsgelände. Ja, die letzte Idee. Eine Photovoltaikanlage zur Demonstration auf dem Fahrradschuppendach mit einer Anzeige, die jederzeit darstellt, wie viel Strom produzieren wir gerade auf dieser Dachfläche und was kann man denn damit alles machen. Das wäre so eine kleine Zusammenfassung der Ideen, die wir mit den grünen Räumen im Freien Gymnasium in Borsdorf verbunden haben. Und ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn Sie in ein paar Jahren schauen kommen, ob das alles geworden ist. Vielen Dank. Guck mal, die Siebter haben gerade Frisbee als neue Sportart. Erinnerst du dich noch, als wir Frisbee hatten? Ja, das war echt eine coole Sportart. Aber auch in dieser Halle zu trainieren ist super. Ja, stimmt. Werfen Sie doch auch mal einen Blick in unsere neue Sporthalle. Mit diesen sportlichen Eindrücken endet nun die Führung durch das Schulleben. Und ich hoffe, euch gefällt die Schule genauso sehr wie uns. Und vielleicht sehen wir uns im kommenden Jahr wieder. Tschüss! Tschüss.